So Leute, und da bin ich auch schon wieder. Wir sind immer noch an der gleichen Stelle. Wir machen uns Ein jetzt mal tolles hier. Gefühl, wenn das Wasser die Jeans so glitschig macht. Was hat der? Der mag das Gefühl, wenn Wasser die Jeans glitschig machen. Was ist denn mit ihm hier? Wie in alten Zeiten, oder? Ja. Wann waren die noch gleich? Ah, die Steuerung ist sehr leichtgängig. Das ist sehr schön. Warte mal. Das kann nicht sein. Wir sind irgendwo falsch abgebogen. Hey, wetten, dass wir da genau in den Heizraum kommen? Und dann sind wir drin. Wie Papa Errol, was? Was? Na, Flynn. Was soll das? Hilf mir einfach. So, okay. Los geht's. Danke. Fast da. Bist du bereit? Ohne Fleiß kein Preis. Auf geht's. Alles klar. Okay. Leuchtet was? Okay. Münze, eine Trophäe, okay. Wie im Part davor habe ich im zweiten Video eine Trophäe gekriegt und ein Artefakt oder irgendwas dergleichen gefunden. Beim ersten Teil war ein Käfer. Hier war, ist es jetzt eine Münze. Ah, hier muss ich glaube ich lang, oder? Nee, auch nicht. Hier lang? Nicht hier lang. Auch nicht hier lang. Auch nicht. Okay. Dann doch da lang. Hier lang. Irgendwas hier mit zu tun haben. Nee. Hier dein Rohr? Auch nicht. Das Ding hier? Auch nicht. Ich hätte jetzt eher gedacht, dass es hier mit was zu tun hat, aber auch nicht. Und hier gibt es die Beine hier? Auch nicht. Auch nicht. Ah, okay. Greif mal die Leiter da oben. Schön mit Teamwork. So muss es sein. Okay. Braucht aber ganz schön lange. Dir runtergeworfen. Hm.
Okay, hier geht's zum Hof. Nein, da gehen wir nicht lang. Ich brauche meine Haut noch. Okay, hier muss es irgendwo ein Absperrventil geben. Vielleicht findest du es ja. Ich habe es gefunden. Gut. Habe ich denn da was? Nö. Okay, hier um die Ecke muss eine Tür sein. Hier gehen wir rein. Wenn wir durch sind, geht alles nach Plan. Verstanden? Wie in alten Zeiten, oder? Ich bin noch hier, oder? Abgeschlossen. Zum Glück bin ich auf sowas vorbereitet. Ich bohre nicht nur in meiner Nase, Kumpel. Moment! Das ist eine Alarmanlage. Die war letztes Mal noch nicht da. Oh, klasse! Und was jetzt? Ich kann sie entschärfen, wenn wir den Verteilerkasten finden. Es muss hier irgendwo sein. Ich dachte, da langt der Kabel. Hier lang, hier lang. Da, da. Und hier weiter. Ist er nicht. Dann muss er hier sein. Warum folgst du nicht einfach der Leitung? Mach ich doch. Die Leit... Augenblick. Muss mal kurz... So, und da bin ich schon wieder. Ich hatte einen Anruf, da musste ich ranieren. Da jetzt so lang. Doch hier rum. Das ist schon der Sicherungskasten. Ich gucke, warum es nicht weitergeht, der Kabel. So, das sollte gehen. Gut, wir sind drin. Mist. Den nehme ich. Ich ja schon um die Deckung.
bisschen zu schnell. Ich dachte, hinter ihnen spielt. Ja, aber wir müssen übers Dach und von hier kommen wir nicht aufs Dach. Wir müssen es durch den nächsten Hof schaffen. Durch das Tor da drüben. Okay, dann los. Wir müssen auf den Balkon da. Wir können auf das Tor klettern. Okay. Mit dem um die Ecke rum, das ist ein bisschen tricky gerade. Ist ein bisschen hakelig. Gece vardiyasında çalışmaktan nefret ederim. Mist. Haklısın abi. Hiçbir şey olmuyor. Bazen o kadar canım sıkılıyor ki uyanık kalmakta zorluk çekiyorum. Senin burada olmaman lazım. Komm immer mehr hier. Worauf wartest du? Wir sind fast da. Ich gehe rechts, du links. Orada. Licht aus. Okay, wenn wir das anheben, können wir drunter durchkriechen. Hey, hey, nicht so schnell. Da ist noch ein Alarm. Na toll. Übernimmst du das? Warte.
Zeug jetzt da ist, ist da nicht die Möglichkeit. Dann doch hier vielleicht? Nicht. Ah, alles klar. Okay. Eins, zwei, drei. Los, hast du's? Ja. Okay, okay, los. Beeilung. Moment. Moment. Okay, wir müssen über den Hof, um aufs Dach zu kommen. Okay, ich lass dich mal die Drecksarbeit machen. Genau. Geh zum Brunnen. Träum was Schönes. Senin burada olmaman lazım. Veli'ye ne olduğunu duydun mu? Evet, o transfer olmamış mıydı? Licht aus. Jetzt müssen wir nur noch zu dem Fenster rauf. Welches Fenster? Das sind verdammt viele Fenster. Gut, dann wird das halt ein bisschen was längerer Part. Das machen wir hier noch zu Ende. Was jetzt? Wenden wir das Blatt doch wieder zu unseren Gunsten. Oh, na klasse. Knarren? Was soll das? Entspann dich, Mann. Die sind nur zur Betäubung. Also vollkommen ungefährlich. Das kannst du doch mit deinem Gewissen vereinbaren, oder?
Oh, gute Idee. Gut. Okay, nur ein kleiner Tipp. Die Reichweite ist lausig. Wir müssen also dicht ran. Kriegst du das hin? Ich kann schießen, Klugscheißer. Okay. Gut, schalten wir die Typen aus. Bu kutulara bizim taşımamızı beklemiyorlar umarım. So, dann würde ich jetzt auf jeden Fall hier erstmal den Part beenden und würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Part wieder. Wir schlagen uns hier noch durch und machen mit den Betäubungsgewehren rum. Und denke ich mal, das wird dann der nächste, wird der letzte Part für Teil 2 und dann fangen wir mit Teil 3 an. Bis dahin, bleibt dran.